Damen, ihr habt es beinahe geschafft. Wir sind im absoluten Endspurt, Woche 36 bis 40. Und DoYouSports und ich, wir freuen uns riesig, dass wir euch mit unseren Workouts begleiten konnten durch die ganze Schwangerschaft. Wir hoffen sehr, euch geht es gut und ihr seid bereit für die Geburt und habt noch ein bisschen Lust und Power. Ihr seht, ich sitze schon auf dem Petsyball, auf diesem wunderbaren pinken Ding. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Warm-Up-Übungen. Macht einfach mit oder macht euer Warm-Up so, wie ihr es mögt. Ihr wisst ja, ich bin da nicht so Hauptsache, ihr wärmt euch auf. Wir beginnen damit, die Hüfte zu kreisen. Auf den Ball. Es wird jetzt sowieso alles viel schwerer. Eventuell habt ihr schon erste Vorwehen, Übungswehen, Senkungswehen. Und hier merkt ihr bei dieser Übung, wie gut es tut, die Hüfte auf einem weichen Ball kreisen zu lassen. Und diese Übung ist auch wunderbar in der aktiven Geburtsvorbereitung, wenn es tatsächlich losgeht, wenn es darum geht, den Muttermund zu öffnen und einfach ein bisschen aktiv zu bleiben. Das hilft euch auch ein bisschen, die Wehen wegzuatmen und wegzubewegen. Wir gehen außerdem noch in die Hüfteindrehung, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Drehen Sie ein, aus, ein, aus. Das machen wir auch ein paar Mal, bis wir merken, unseren Hüften geht's gut. Und wir wollen anschließend noch in die Armstreckung. Wir bleiben einfach auf dem Ball sitzen und führen die Arme abwechselnd zur Seite über den Kopf. Wir merken, wie sich der Oberkörper dehnt, die Seiten. Wir merken auch, wie sich der Rücken dehnt. Ihr merkt die Schultern. Der ganze Körper wird einfach mobiler und wärmer. Wir legen jetzt den Ball noch ein wenig zur Seite, um einfach insgesamt ein bisschen wärmer zu werden. Und zwar beginnen wir jetzt noch auf der Stelle zu laufen, so aktiv wie wir können. Wir ziehen das Knie heran, wir nehmen die Arme mit. Wenn wir wollen, können wir die Knie noch ein bisschen nach außen nehmen und somit die Hüfte ein bisschen öffnen. Wie ihr wisst, kann auch das nicht schaden, jetzt in dem letzten Zyklus eurer Schwangerschaft. Stichwort Geburtsvorbereitung. Machen alles ein bisschen locker. Und abschließend gehen wir in den Squat, wobei wir die Arme hochziehen. Wenn der Bauch ein bisschen im Weg ist, könnt ihr auch sehr gerne in den weiteren Stand gehen, sodass ihr den Bauch gut zwischen die Beine schieben könnt. Reißt die Arme hoch über den Kopf. Ich zeige es gerne nochmal von der Seite. Schön dynamisch ein paar Mal, bis ihr wirklich ein bisschen außer Atem seid und merkt, der Körper ist warm genug für das Workout. Und das beginnen wir jetzt. Was wir heute brauchen werden, ist nach wie vor unser Petsyball, außerdem Kurzhanteln und ein Miniband. Dazu kommen wir gleich. Wir beginnen erst mit dem Side Leg Lift. Das heißt, wir bleiben im aufrechten Stand und führen das Bein seitlich zur Seite. Wer mag, hält sich dabei an der Wand fest. Wer kann, lässt die Wand auch los und lässt sein Bein seitlich hinaufsteigen. Alles ist schön angespannt, der Bauch ist fest. Und wir bringen unser Bein zur Seite und merken, wie es hier zieht. Wir wechseln die Seite und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das Ganze auch ein bisschen intensivieren könnt. Zum einen mit einem Miniband, das ihr euch um eure Oberschenkel fasst. Und zum anderen könnt ihr auch einfach eine Kurzhantel an den Oberschenkel nehmen, sie leicht halten, das Gewicht aber mit dem Bein nach oben heben. Und hier kann es auch nochmal hilfreich sein, sich an der Wand festzuhalten, da das Gewicht das Ganze natürlich ein bisschen erschwert und wir schnell aus der Balance kommen, besonders mit dicken Babybauch. So, hier bitte 15 bis 20 Wiederholungen pro Seite.
Wenn wir damit fertig sind, legen wir das Gewicht weg und machen jetzt Folgendes, und zwar Squats mit dem Ball im Rücken. Einfach nur, weil es erfahrungsgemäß angenehmer und ja, insgesamt es sich einfach sicherer fühlt, Squats geführt mit dem Ball an der Wand zu machen. Und das sieht dann so aus. Wir klemmen uns also den Ball in den unteren Rücken, stellen uns mit den Fersen aber ein bisschen weiter vor als beim normalen Squat und wir gehen hinunter und hoch. Der Ball sorgt für eine gute Körperhaltung, speziell im Rückenbereich. Wir werden ein wenig gestützt. Der Squat fühlt sich nicht mehr so schwer an, hat aber trotzdem seinen Effekt auf die Beine, auf die Oberschenkel, auf den Po. Der Bauch ist natürlich weiterhin angespannt. Wir aktivieren den Beckenboden beim Ausatmen, lassen ihn los beim Einatmen. Wunderbar. Wir können uns jetzt nun wieder zurückbegeben. Wir bleiben am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes, und nutzen ihn dafür, um unseren Körper ein bisschen abzulehnen und gleichzeitig ihn auch als kleinen Widerstand zu nutzen für die Donkey Kicks, die ihr vielleicht schon aus meinen älteren Videos kennt, einer wunderbaren Übung für den Po und die Beine. Und hier können wir dadurch, dass uns der Bauch natürlich jetzt ein bisschen im Weg ist, ein bisschen mehr Platz schaffen. Das heißt, er befindet sich in der Regel hier. Wir können uns am Ball festhalten oder noch am Boden. Und wenn wir den Donkey Kick machen, drücken wir das Knie leicht gegen den Bauch. Und dann können wir das Bein nach hinten ausstrecken. Haben hier den Widerstand. Und bei der Rückwärtsbewegung hier die Kontraktion im Po. Drückt so fest ihr könnt, so wie es sich noch angenehm anfühlt. Und macht davon bitte 15 bis 20 Wiederholungen pro Seite. So. Wenn der Bauch trotzdem ein wenig an den Ball herankommt und ihr keinen Platz mehr findet, dann rückt ein wenig zurück mit eurem Körper. Haltet euch nur mit einer Hand seitlich am Boden fest und drückt das Bein gar nicht gegen den Ball, sondern einfach nur nach hinten. Das ist völlig in Ordnung. Jede Bauchgröße variiert ja schließlich von Frau zu Frau. Doch am Ende der Schwangerschaft wird es erfahrungsgemäß nicht mehr so easy. So, nun bleiben wir in dieser Position sitzen. Den Ball brauchen wir nicht mehr, stattdessen aber das Miniband. Und stellt euch einfach vor, dass wir nun am Seilzug sind im Fitnessstudio. Oder ja, vielleicht an einem Band ziehen und wir trainieren damit unseren Rücken. Und ich zeige euch jetzt wie. Wir ziehen also für den Lat das Miniband nach hinten über den Kopf, hinter den Kopf und nach hinten in den Nacken. Hier ziehen wir dabei das Miniband ein bisschen auseinander. Davon machen wir ebenfalls 15 bis 20 Wiederholungen. Wer kein Miniband hat, der kann zum Beispiel auch sehr gut einfach ein klassisches Fitnessband nehmen, das einfach ein bisschen spannen. Hier kann er sich das um die Handgelenke wickeln und sogar ein bisschen breiter fassen und nach hinten ziehen. Eine wunderbare Übung für die obere Rückenmuskulatur. 15 bis 20 Wiederholungen, gerne auch im Stehen, wenn es für euch angenehmer ist, oder eben in der Hocke, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und nun die allerletzte Übung.
Und zwar ist es wieder eine Kombinationsübung, ihr wisst, wie sehr ich es liebe. Es spart Zeit, es ist effektiv. Und zwar ist es das Seitheben für die Schultern kombiniert mit dem Bizeps Curl für den Bizeps, also für schöne Arme. Wir gehen also nach außen, zusammen, Bizeps Curl, Seitheben, Bizeps Curl. Unsere Füße stehen ungefähr hüftbreit, gerne leicht eingeknickt, um einfach ein bisschen Druck wegzunehmen von den Knien und auf die Oberschenkel zu verlagern. Eventuell werdet ihr eh ein bisschen Knieprobleme bekommen haben in der Schwangerschaft. Das ist völlig normal. Das hat damit zu tun, dass natürlich der Bandapparat geschwächt ist und eventuell auch die Oberschenkelmuskulatur, die normalerweise den Druck abfängt und das Knie ein bisschen schützt. Aber keine Sorge, bleibt auch nach der Geburt weiter im Training und ihr kehrt wieder zu eurer alten Fitness zurück und findet vielleicht zu einer besseren. Und vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, durch unsere Workouts, dass es sinnvoll ist, wirklich im Alltag immer wieder ein kurzes Workout einzuschieben, um fit zu bleiben, gesund zu bleiben und sich einfach besser zu fühlen. Ich hoffe, wir konnten das erreichen und euch sehr, sehr viel Freude bereiten und ja, eure Schwangerschaft zu einer sehr, sehr sportlichen und gesunden zu machen. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr so lange mit dabei geblieben seid. Wünschen euch für die letzten Wochen nur das Allerbeste und natürlich eine einmalige, wunderbare Geburt. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart und uns vertraut habt. Das war für uns wirklich eine großartige Sache. So, bis bald und alles Liebe.